Ja, liebe Freunde, der Thomas war gestern da, als ich gerade die letzten Szenen meines letzten Videos drehte und hat diese schönen frisch lackierten Komponenten gebracht. Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Willkommen bei Sam's Channel. Ich habe extra die Platte geputzt, damit die schön sauber ist. Ja, das ist wie unschwer zu erkennen, der Ölpumpendeckel, der äußere Ölpumpendeckel, wo hier der Dipstick drin sitzt. Wunderbar lackiert. Das ist der Deckel vom Zündgeber. Ja, auch sehr schön geworden, wie ich doch behaupten möchte. Von innen ist er natürlich nicht lackiert. Das ist der Zylinder, ich packe ihn mal aus. Ja, man fragt sich dann immer, hätte man die Komponenten erst zusammenbauen und dann lackieren sollen? Jetzt haben wir, beziehungsweise der Thomas in erster Linie, hat die jetzt separat lackiert, jedes einzeln. Ja, ich denke, jedes Verfahren hat seine Vor- und seine Nachteile. Man muss halt jetzt beim Zusammenbau extrem vorsichtig sein, dass man nirgends aneckt, nichts kaputt macht, nichts zerschlägt. Weil dann sieht es wieder schade aus. Okay. Aber wir haben uns halt jetzt so entschieden. Und schauen wir mal. Vielleicht machen wir es das nächste Mal anders aus der Erfahrung heraus, die wir hierbei erlangt haben. Hier kommt das natürlich sehr entgegen, fantastisch schöne wie neu aussehende, saubere Teile zusammenzubauen. Und wenn man sich daran erinnert, okay, das ist jetzt die Rückseite, aber wenn man sich daran erinnert, was für ein Schlamm da zwischen den Kühlrippen saß, das ist jetzt vorne, obwohl bei diesem Zylinder war es ja nicht ganz so schlimm. Das ist ja der B-Zylinder. Das ist der Kopf. Und das ist auch ziemlich cool geworden. Das ist die Auslassseite, also die Front, das was dem, ja, dem Environment, dem Fahrt, Wind, dem Wurfbereich des Vorderrades zugewandt sein wird und auch war. Und das ist die Rückseite, die Einlassseite. Ah, hier hat er noch ein Verhüterli drin stecken, was ja kein Problem ist. Ja, und das Schönste sieht man jetzt erst so richtig, er hat die Kanten nach dem Lackieren angeschliffen und poliert, damit das hier ein bisschen, ja, shiny ist. Ich mache das mal hier so ein bisschen höher. So. Ich muss sagen, mir gefällt das ausgesprochen gut. Ja, und ich hoffe halt nur, es geht mir nichts kaputt beim Zusammenschrauben. Ich bin halt vorsichtig, wie sich die Igel vermehren. Ihr kennt das ja. Ich bin gerade dabei, die Lagerschalen auszupacken. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist jetzt das Beutelchen mit diesen hier, Hauptlager braun. Und was ich hier schon einsortiert habe, ist Hauptlager grün. Das ist dieses Loch. Das waren diese hier. Und ich muss euch gleich mal was zeigen, weil das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Bin gerade ein bisschen irritiert. Ich packe das jetzt also aus. Man sieht hier F112 Standard. Okay. Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, alles Original Honda Lager, original verpackt. Ist auch in Ordnung. Ich wollte es eigentlich off-Kamera machen, aber ich habe mir gedacht, ich schalte die Kamera mal ein, weil ich habe hier gerade bei diesem Lager zum Beispiel, habe ich ein Phänomen. Na komm, mach scharf. Ein bisschen verkratzt und verpickelt ist. Hier auf der anderen Seite auch, als hätte das mal jemand mit einer Zange angefasst. Aber ich habe es ja gerade erst, ich habe es ja gerade erst aus der Tüte genommen und hier in meine Schächtchen gelegt. Und da gar noch eins. Ups, wo ist die Kamera, was dieses Problem auch hat. Also auch recht heftig verkratzt. Man spürt es also auch. Es ist also nicht nur, ist also nicht so, dass das jetzt einfach nur so ist, sondern das ist nicht nur optisch, das ist auch akustisch. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Ich meine, das reibt sich vielleicht auch glatt. Vielleicht kann man das nehmen.
Hier ist eins, das hat das nur ganz wenig. Also diese drei Lagerschalen haben das. Und diese Lagerschalen haben also, wie gesagt, das sind die, man kann es hier sehen, braunen. So, und hier steht F112 Standard. Und das sind hier die beiden grünen, wie man sehen kann. Genau, und hier steht auch F112 Standard. Und bei den Lagern, die ich auseinandergebaut habe, die ich rausgenommen habe, waren die mit einer anderen Farbe, waren auch mit einer anderen Bezeichnung. Die einen waren F77 Standard, glaube ich, die anderen waren F112 Standard. Und hier sind die zwar farblich anders gekennzeichnet, aber haben die gleiche Nummer. Vielleicht hat die Nummer doch nichts mit der Dicke zu tun, ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ich mache das hier auch für dieses Motorrad jetzt gerade das erste Mal. Aber was mich halt ein bisschen schockiert hat, sind halt diese Kratzer hier auf diesem Lagerschal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die zurückschicken soll oder. Sie sind sowieso schwer genug zu kriegen eigentlich. Diese grüne, die ich eben draußen hatte, die andere. Die hat auch schon irgendwie solche Spuren. Die sind es kaum spürbar. Ich meine, ich will nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Und ja, jetzt schauen wir mal. Der Lieferant kann da natürlich auch nichts für. Die waren original verpackt. Die hat er vorher wahrscheinlich erst bei Honda besorgt. Darum hat es 14 Tage gedauert, bis die Sachen dann da waren. Und wahrscheinlich liegen sie schon seit 30, 40 Jahren in diesem Zustand in der Tüte. Hier steht drauf Connection Rod Bearing. Und ich packe die jetzt auch mal aus und lege die da rein. Die sind alle braun. Das sind alles die gleichen. Kriegt auch jeder sein eigenes Fach, damit sie sich nicht gegenseitig irgendwie anstoßen und verkratzen können. Die sind top. Eine Größe fehlt mir noch und die kommt noch. So, ich nummeriere das jetzt mal, da hier 5, 4, 3, 2, 1. Die Lager mal nummeriert, damit ich nicht durcheinander komme, weil das Ding steht ja auf dem Kopf. Normalerweise wäre, wenn das rumgedreht wäre, wäre hier in Fahrtrichtung. Ich stehe hier hinten am Motor und wäre hier in Fahrtrichtung der Zylinder 1. Hier ist es natürlich jetzt der Zylinder Nummer 4 und das Lager Nummer 5. Deshalb habe ich das so gemacht. Ja. Jetzt werde ich die Lagerschalen mal einsetzen. Dann werde ich das Ganze mal mit Plastikgauge checken. Das war hier bei Nummer 5 die grüne Schale, alle anderen sind braun. Ich setze die trocken ein. Lagerschalen werden immer trocken eingesetzt, aber abgesehen davon ist es sowieso nur ein Testfitting, deshalb setze ich sie sowieso trocken ein, weil ich will sie ja plastikagen. Hier mache ich das Gleiche, hier bin ich ja richtig in Fahrtrichtung. Hier mache ich 1, 2. Fangen mit 5 an. Das Grüne. Jetzt habe ich da extra ein sauberes Tuch dafür auserkoren. Wenn ihr jetzt ein komisches, quakendes Geräusch hört, die Nachbarin bedient die Markise. Es ist schönes Wetter, die Leute sind heute am Feiertag draußen in ihren Gärten, wie sich das gehört. Nur ich bin in der Garage und arbeite, wie sich das gehört.
Das war's. So, jetzt mache ich das so. Jetzt Gehäuse nicht verkratzt, mache ich jetzt das so. Genau. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen nicht mehr ganz so praktisch, mit diesen frisch lackierten Sachen umzugehen, aber es wird schon gehen. So, jetzt kommt hier die frisch polierte Kurbelwelle rein. Dann nehme ich die guten, sprich etwas besseren Passstifte, die Originalen, und setze die da rein. So. Das mit dem Plastikgauge kennt ja inzwischen jeder. So, ich habe also die grünen Streifen angelegt. Ja, für mich ist das jetzt ein spannender Moment. Ob das alles so tut, wie ich das geplant habe. Habe ich die Passstifte sich irgendwie verkeilt? Na komm. Eben hat es Klick gemacht. Diese Schrauben haben die Scheiben quasi integriert. Da wird also jetzt nichts mehr dazwischen gelegt. Das heißt, auf das frisch gelackierte muss ich jetzt die Schrauben schrauben und dann wird es den Lack beschädigen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, Thomas, aber ich kann es nicht ändern. Im richtigen Leben, also bei der Endmontage, würde es sowieso passieren. Jetzt passiert es halt vorne ab schon mal. Ich kenne es so, dass man die Gewinde leicht einölt. Davon steht in diesem Fall nichts im Werkstatthandbuch. Ich mache es aber trotzdem. Ich habe hier wieder meine Mischung aus Motorenöl und Molilub. Hey, da fehlt einer. Was soll ich denn davon halten? Das ist jetzt nicht lustig. Ah, da ist er. Ich dachte schon, ich hätte einen verloren. Das wäre blöd. Das Ganze bekommt jetzt 21 bis 25 Newtonmeter. Das ist nicht viel. Hoch, kommt's. Dreht es in die falsche Richtung. Ja, hat sich vernünftig angefühlt, auch wenn es vom Wert her weniger war, als man erwartet hätte. Aber ich habe es jetzt auf 22, 23 sowas eingestellt und das klang gut. Jetzt geht es wieder rückwärts und dann bin ich sehr gespannt. Ja, das ist es mit dem Lack. Das habe ich fast befürchtet. Ich meine, das ist unter den Schrauben jetzt nicht schlimm, dass der Lack Blasen schlägt, aber es ist halt. Generell habe ich festgestellt, dass er
vielleicht ein bisschen leichter abplatzt, als der Thomas sich das jetzt gewünscht hat. Schon fast beim Hingucken an der einen oder anderen Stelle. Also hier zum Beispiel, hier habe ich noch gar nichts berührt quasi, hier oben auch. Da platzt der Lack ab und was er hier unter den Schrauben macht, kann man hier ein bisschen sehen. Das ist so eine Blase entstanden. Okay, das ist natürlich bei dieser Beanspruchung schon normal. Oder hier natürlich auch ganz massiv. Aber es wäre halt auch einfach schöner gewesen, wenn es das nicht gemacht hätte. Das Schicksal eines Hobbyschraubers ist immer ein bisschen, zumindest mir geht es so, dass man sich generell die Schuld gibt für alles, was nicht ganz so optimal läuft. Auch dann, wenn man eigentlich nichts für kann. Aber das mit dem Plastikgauge sieht gerade ganz gut aus, glaube ich. Ich nehme mal die Kamera in die Hand und zeige euch mal die Journals. Hier ist mir das Plastikgauge beim Aufsetzen leider verrutscht, aber ein Messergebnis habe ich trotzdem. Das ist jetzt die Lagerstelle Nummer 1. Das ist Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Zumindest beruhigt mich, dass es schon mal alle relativ gleich sind. Und man kann also hier sehen, 0,038 mm, also 0,04 mm gebe ich dem. Das war eben 5, jetzt sind wir bei 2. Das ist das Verdrückte, das kommt auch hin. Also das ist, ja, okay. Die liegen also alle sehr einheitlich bei 0,04 mm. Wenigstens sehr einheitlich. Und ob die 0,04 mm stimmen, sage ich euch gleich. Das heißt, stimmen tun sie natürlich schon. Weil ich habe es ja gerade gemessen, aber ob sie dem Soll entsprechen, das müssen wir gerade noch mal gucken. Oil Clearance Service Limit 0,07 steht hier. Das heißt, wir sind vom Service Limit schon mal weit weg. Und wie ist der Toleranzbereich? Muss ich mal oben gucken am Eingang des Kapitels. Da steht doch das normalerweise. Main Journal Oil Clearance 0,03 bis 0,06 und Service Limit 0,07. Das heißt, wir sind mit 0,04 ziemlich genau in der Mitte. Wow. Wenn ich jetzt ein übertriebenes Selbstbewusstsein hätte, würde ich sagen, oh, das habe ich aber gut gemacht, aber ich kann ja gar nichts dafür. Ich habe es ja nur gemessen und habe Glück gehabt, dass es passt. So, ich putze das Plastikgauge jetzt mal wieder ab. Das geht mit Bremsenreiniger extrem gut. Dabei versuche ich, die Reste möglichst nicht hier irgendwie in den Motor fallen zu lassen. Jetzt ist alles sauber. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich die Kurbelwelle raus, lege sie kurz nebenhin. Dann öle ich das hier ein. Ich will gucken, wie sie sich dreht. Natürlich nicht ohne Öl. Deshalb öle ich das jetzt ein. Ich nehme jetzt kein Assembly Loop, weil das Assembly Loop ist so starr und steif. Da spürt man ganz schlecht, wenn sich irgendwas hakt, weil das Assembly Loop hakt an sich schon ziemlich. Deshalb möchte ich normales Motoröl benutzen, das was ich auch in diesem Motor fahren werde voraussichtlich. Also 10W40 halt. So. Dann kommt die Kurbelwelle hier rein. Jetzt öle ich zur Sicherheit die Lagerschalen nochmal, damit beim Aufsetzen alles perfekt ist. Ah, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte erst das Plastik-Gauge-Reste entfernen müssen, natürlich. Diesmal auf Anhieb getroffen. So, jetzt ist wieder Drehmoment drauf.
auf den Schrauben. Und es ist halt leider so, lieber Thomas, die ganze Farbe ist, hat sich natürlich jetzt verabschiedet. Na, bin ich hier falsch? Ne, ich kann nicht falsch sein. Ah, ja, hier. Wow. Ja, man hofft jetzt, dass es schön leicht geht, dass man die Kurbelwelle mit der Hand drehen kann. Das ging auch gerade. Jetzt habe ich irgendwie meinen Grip verloren. Also, ich spule jetzt mal auf beiden Seiten ein bisschen, damit ich sie im Laufen halten kann. Und das geht ganz prima. Hier mal ein Blick aufs Hauptzahnrad. Und ich drehe jetzt hier einfach mal, wie ich es eben gemacht habe, einfach mit meinen beiden Fingern. Rechts und links. Und das dreht sich absolut fantastisch. Ich hätte da keine Schraube reindrehen müssen, um einen Schraubenschlüssel anzusetzen. Das hatte ich eigentlich vor. Ich kann das hier mit zwei Fingern drehen. Ja, prima. Hey, ich glaube, das funktioniert. Ja, jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Ich glaube, das kann man guten Gewissens so bauen. Jetzt baue ich es wieder auseinander. Dann warte ich noch auf das fehlende Pleuellager-Pärchen. Das heißt, zwei Pärchen fehlen ja. Dann kann ich diesen gleichen Test für die Pleuellager noch machen. Sobald die vom Jörg kommen. Und dann geht's an den richtigen Zusammenbau. Ja, es kann so viel schief laufen. Man hat es ja gesehen beim Thomas bei der 750er Boldor. Die kennt er ja auch. Da, wo ich den Ölkühler nachgerüstet habe. Da war der Motor ja von der Fachfirma frisch gemacht, als er den übernommen hat. Also die übernommen hat die Bolle. Die 750er. Ah, jetzt geht die ganze Farbe ab. Und das Ding frisst einen halben Liter Öl auf 1000 Kilometer. Ständigen Ölnebel um den Auspuff rum, alles verschmiert, weil das Ding einfach aus dem Auslass das ganze Öl rausdonnert. Und der Motor war frisch gemacht und die Leute, die haben was von verstanden. Also es kann immer relativ viel schief gehen. Ah, ist die ganze Farbe hier. Guck. Scheiße. Ja, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, das ist jetzt die Farbe, die hier abblättert und die sich dann hier unten letztendlich befindet. Aber solange das jetzt nicht anfängt, da den ganzen Stutzen entlang zu blättern, ist das jetzt nicht schlimm. Aber wie ist das immer mit Wehre denn anfängt und so, ne? Hier ist auch alles weg, ja. Na gut, es wird jetzt überall so sein, dass hier die Farbe abblättert. Ja, ich wollte diesen Schrott nicht im Motor liegen haben, deshalb don't verkannt. So. Okay, das heißt, ich drehe das gleich rum, weil ich will ja mal in die Lager schauen. Das heißt, ich nehme kurz die Kurbelwelle weg. Ups. 12 Kilo. Früher habe ich 12 Kilo mit einer Hand getragen. So, dann schauen wir mal. Das hat natürlich den ganzen Motor etwas eingeölt. Weil da ein bisschen was von dem Öl hat es dann wohl in die ganz bisschen in die Ölkanäle da reingetrieben. Aber ja, man sieht an der einen oder anderen Stelle, dass die Lager schon ein bisschen getragen haben. Aber ich denke, das ist normal. Erstens war das Öl natürlich so wenig, dass es schlecht schwimmen konnte. Deshalb habe ich auch nicht beliebig lang diesen Versuch gemacht. Ja, hier
Nummer 1 etwas getragen. Nummer 2 hat nur die Kratzer, die es vorher schon hatte. Nummer 3. Vielleicht rechts ein ganz kleines bisschen und dieser eine Strich links war schon. Nummer 4 und 5. Vielleicht mal besser ohne Kameralicht. Das ist 1, 2, nein, falsch, nochmal. Das ist 1, das ist 2, das ist 3. Mit den Kratzern, die ich schon hatte, das ist 4. Das ist 5. Ja, ich habe mit dem Tragbild nach 30 bis 50 Umdrehungen jetzt nicht so viel Erfahrung, das zu beurteilen, aber ich denke, das ist okay. Zumal ich ja absichtlich dünnes Öl genommen habe, um mein Gefühl für den Widerstand zu bekommen, den so eine Kurbelwelle beim Drehen mit dem Finger entgegensetzt. Und es ist erstaunlich wenig. Also ich habe das, glaube ich, ob ich das schon mal so probiert habe, weiß ich nicht. Beim Sechszylindermotor sicherlich auch, aber da habe ich ja dieses pastöse Assembly Loop direkt genommen, weil ich habe den Motor ja gleich zusammengebaut und dann, ja, diesen Test habe ich, glaube ich, so mit dünnem Öl gar nicht gemacht bei dem Sechszylinder. Da habe ich das dicke Assembly Loop genommen, dieses pastöse, dieses schwarze, weil mir klar war, dass dieser Motor bestimmt noch ein, zwei Jahre stehen wird, bevor er angeworfen wird. Und dieses normale, etwas dickere Assembly Loop, was ich, das ist rote oder grün, das gibt es auch, was ich normalerweise da benutze, das verflüchtigt sich auch mit der Zeit. Es ist zwar wie Uhu erstmal, aber mit der Zeit verflüchtigt sich auch. Und dieses Pastöse, das bleibt einfach an dieser Stelle. Kotze es, was es wolle, ja. Und deshalb habe ich bei dem Sechszylinder das Pastöse genommen. Hier werde ich in der Endmontage nicht das Pastöse benutzen, sondern das rote Assembly Loop. Werdet ihr dann sehen. Das ist zwar auch dickflüssig, aber es ist nicht so dickflüssig. Weil der Motor wird sicherlich, nachdem er fertig ist, sehr kurzfristig eingebaut und wird dann auch das Motorrad fertig gemacht und zum Laufen gebracht. Weil der Thomas schaut schon mit den Hufen, was ich gut verstehen kann. Jetzt ist er noch Anfang des Sommers, vielleicht kriegen wir es hin bis zum Herbst. Ich denke schon, an mir soll es nicht liegen. Vielleicht kommt noch ein bisschen Urlaub dazwischen, das weiß ich noch nicht so genau. Wird sich zeigen, was man so von mir erwartet in der Familie. Ja, gut, das soll es erstmal gewesen sein in diesem Video. Ich zeige euch mal, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ihr habt es ja gesehen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst bei Zams Channel.